Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Metro Exodus. Wir sind im dritten Kapitel und sind im wunderschönen Wald. Haben eine coole Armbrust. Und ich hoffe, wir finden unseren Rucksack bald wieder. Ah. Leider habe ich keinen Chemiefinder. Telefonzelle. Ah, hier. Stimmt da drin? Wer ist das, Lenin? Das ist eine Art Zoo. Hier ist eine Schule. Lieber Weihnachtsmann, ich heiße Larissa. Ich bin 8 Jahre alt und dieses Jahr sehr brav. Ich war kein Feigling. Ich habe 2 Rehe getötet und gehäutet und einen Banditen am Bein verletzt. Ich lüge nicht. Deshalb wünsche ich mir zu Weihnachten einen Brief von Mama und Papa. Wenn ihr das nicht zu viel Mühe macht. Ich vermisse sie so schrecklich. Und andere Geschenke brauche ich nicht. Oh, das arme Kind. Wir haben auf jeden Fall einiges an Zeug gesammelt, bevor wir unseren Rucksack wiederfinden. Ich bekomme ihn hundertprozentig wieder. Ich hoffe doch. Wir haben ja wenigstens einen neuen Filter. Zwei. Ich habe, glaube ich, was gehört. Ich will da rein. Halt! Stehen bleiben! Wir sind die Brüder der Küste. Noch ein Schritt und wir machen dich kalt. Drei. Noch ein Schritt und du stirbst. Ja, wenn du also weißt, was gut für dich ist, verschwindest du besser, du Landratte. Und der eine Streuner, den wir heute gefangen haben, war einer zu viel. Jetzt weiß ich nicht, wen ich töten darf. Ich weiß, Kinder des Waldes darf ich nicht töten. Aber Piraten? Ich meine, wenn die böse wären, hätten die mich doch getötet. Die haben bestimmt meinen Rucksack. Die haben auch meinen Typen. Ich geh jetzt erstmal da hoch. Guck mal, die wohnen hier unter den... Nee, Quatsch, hier ist Spielzeug. Oh, cool, guck mal, so ein Auto. Wie gesagt, wir gehen erstmal hier plündern. Da gehen wir gleich lang. Ah, die sind ja schon Leute am Abschlachten hier. Schrotflintmunition.
voll die Muskelmongos. Spielplatz. Ich glaube, wir müssen rein. Aber das ist, wie die aufgetreten sind, ne? Ich wollte eigentlich schießen. Boah, hier sind Dosen. Boah, jetzt muss ich aufpassen. Ich würde gerne wissen, warum hier so eine Dose ist. Wahrscheinlich haben die sich hier einquartiert gehabt. Es sind nun schon 2 Monate. Niemand hat die Kinder abgeholt. Wiggin und Tusha kommen auch nicht zurück. Die Arbeiter vom Kraftwerk sagten, sie würden sie zur Stunde mitnehmen, aber ich hätte meine Autorität nutzen sollen, um sie davon abzuhalten. Aber damals hegte ich auch noch Hoffnung auf eine Evakuierung. Vergebens. Ich weiß nicht. Ja, genau. Ich meine, die haben ja alles. Wasser ist das Wichtigste. Mit Wasser kommt doch alles andere. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, alles hier. Jetzt gehen wir nochmal runter. Und dann oben über die Reißleine. Oh, shit. Wir haben ja... Oh gut, jetzt müssen wir uns beeilen. So viel Filter haben wir nicht. Gerade irgendwas in mich reingeflogen? Blöde Schlange ist doch eben lang. In so einem Ding ist die Anna ohnmächtig geworden. Guck mal hier. Der ist lustig umgefallen. Wie groß die war. Das Nachtsichtgerät haben wir schon? Nee, haben wir noch nicht. Ich habe ja alles verloren. Na toll. Oh. Ja, brauchen wir aber jetzt hier unten nicht. Gut, dann haben wir jetzt wieder ein Nachtsichtgerät. Werden wir hier wahrscheinlich nicht mehr finden. Wunderschön. Boah, die groß. So, also, wo soll man jetzt hin? Immer noch dahin. Ich hoffe, wir gehen dann hier oben lang. Es wird jetzt Nacht, das ist auch gut so. Okay, jetzt geht's los. Schon die ganze Zeit fragen. Pionier, das war doch der. Ganze Piratenkram, die Leichen an den Pfählen. Glaubt ihr wirklich, dass der Lehrmeister das so wollte? Der Lehrmeister wollte, dass wir uns verteidigen. Naja, aber das hilft ja nicht. Die Banditen sind schon wieder im Dorf gesehen worden. Entschuldigung. Haben unsere Jungs heute einen Streuner geschnappt. Das bedeutet nur, dass wir sie an die Lektion erinnern müssen. Deshalb sind wir hier. Wir beobachten ein paar und machen dann neue Vogelscheuchen. Tja, das mit den Banditen verstehe ich. Die haben hier schreckliche Dinge getan. Aber dieser neue Streuner sieht nicht wie ein Bandit aus. Vielleicht nur auf der Durchreise? Wenn er kein Bandit ist, wäre er weitergegangen. Aber nein, er ist direkt aus dem Fluss hier aufgetaucht. Ich würde vorschlagen, eine Vogelscheuche aus ihm zu machen, um die anderen zu vergraulen. Ich
bin mir da wirklich nicht sicher. Der Pionier scheint ja... Ja, das sind halt die Kinder, ne? Ich kann keinen von denen töten. Pirat oder Pionier. Ja, das sind halt Überlebende. Ich meine, irgendwann werden Kinder auch erwachsen, aber... Vielleicht redet der mit mir, oder ist der... Ne, der wird mich angreifen. Ja, ich wusste es doch. So. Gute Nacht. Träum was Schönes, mein Kleiner. Meine gute Nachtgeschichte für dich. Und schon wärst du tot. Alter, bist du oben hin? Das sind zwei. Guck, der spielt mit dem Ball. Der guckt ihm zu. Wahrscheinlich reden die gleich. Pass auf, wir gehen mal hinten lang. Siehste? Okay, da ist einer und links. Scheiße, er kommt zurück, oder? Ja, genau. Stell dir vor. Da ist einer. Und da ist entweder ein Licht oder auch einer. Ne, ich speichere jetzt lieber nicht. Fuck. Okay, laden. Ne, hier will ich durchschleichen. Weil ich noch nicht weiß, was Sache ist. Und, ne? So eine Alarmglocke ist nie gut. Und das macht Spaß außerdem. Und desto mehr habt ihr davon. Okay, hier sind wir nochmal, das ist gut. Pass auf, dann erst den hier. Dann direkt den hier. Ich weiß aber nicht, ob der andere mich sieht. Oh, das sind zwei. Beruhig
Was war das? Das macht sonst zu viel Lärm. Wenn ich den da umhaue. Glaube ich zumindest. Ich glaube, der sieht mich, wenn ich das mache. Jo. Gut, dann gehen wir mal da hinten rum. Ich muss ja nicht alle ausnocken. Aber ich bin ja gerne so. Den muss ich vielleicht einen anderen Punkt machen, weil der bleibt wahrscheinlich da sitzen. Die stehen da alle hinter den Dingern. Sie mal labern. Schnappt ihr euch, Leute! Habt ihr mich jetzt gehört, das letzte Mal? Jetzt haben sie mich aber gehört. Okay, wie könnte ich die ausknipsen, ohne dass die alle... Warte, da ist einer, der ist hinter diesen beiden. Ich will die... Ja, Mann, ich könnte die halt abknallen, aber das sind Piraten sind vielleicht die ich abknallen darf. Es gibt wahrscheinlich mehrere. Wir probieren es mal aus. Ich meine, sonst... Lol. Leute, was sind das für Lappen? Ihr seid vielleicht ein paar Esel. Ist mein Rucksack vielleicht hier? Ah, ich bin immer noch nicht an dem Punkt. Ich muss zu dem Turm, aber jetzt sind die ja schon mal erledigt. Naja, was soll's. Na gut. Nochmal speichern. Guck mal, die achten auf sich gegenseitig.
Die müsste ich umlatzen hier. Darf ich nicht mehr speichern, nicht, dass sie die Leiche sehen. Jetzt gehen sie weg. Und? Was ist los? Nee, nichts. Aber wir halten besser die Augen offen. Oh, den erstmal. Am Arsch. Dann den da, dann den da. Das ist so unglaublich langweilig. Was war das? Wer ist da? Mist, Mist, Mist. Oh, hätte ich auch lang gehen können. Ob er mich sieht. Schicker? Was machst du da unten? Seht mal, bei der Säule. Da! Oh, ist das geil, das Teil. Oh Mann, ey. Oh. Ja, meine Güte. Also schlagen direkt Alarm. Also töten würde ich hier sowieso nicht so krass wollen. Also den hätte ich nicht auslocken können. Jetzt muss ich gucken, wo ich lang gehe. Also, den haben wir ausgenockt. Der bleibt leider da stehen. Also, gehen wir entweder jetzt hier nach links. Gucken uns jetzt mal gerade hier um. Hier geht's hoch. Und ich gehe aber auch nochmal irgendwann durch den Keller. Du bist der Alarmtyp. So, jetzt haben wir den Alarmtypen. Oh, was hat der denn für einen Pfeil? Könnte ich Alarm schlagen. Guck mal, ich könnte die alle abknallen. Durch der Funk? Aljoscha, bitte komm. Wir versuchen weiterhin euch zu erreichen. Was ist passiert? Bitte komm. Ende. Geht es euch beiden gut? Gott. Bitte komm, Jungs. Bitte. Ende. Mach dir nicht so viele Sorgen, Anna. Sie sind seit ein paar Stunden außerhalb des Funkbereichs. Lasst uns ihre Strecke nehmen. Anna,
Sie haben gesagt, dass Ihre Linie für die Mutadreisine kaum geeignet ist. Sie wackelt zu sehr. Ihr großes Funkgerät könnte beeinträchtigt sein. Und die tragbaren Geräte sind nicht stark genug. Die Strecke könnte auch versperrt sein. Sieh mal, wie viele umgestürzte Bäume es dort gibt. Gott. Du solltest dich besser hinsehen. Es bringt nichts, hier herumzusitzen. Artyom, Aljosha. Artyom, hast du das gehört? Bitte, sei da. Ich flehe dich an. Ende und aus. Okay. Hätte ich jetzt von hier oben da runter gleiten müssen, ne? Ich bin aber hier noch nicht fertig. Ich glaube, die einzigen, die ich nicht abknallen darf, sind die Kinder des Waldes. The Game of Thrones. Wenn er nach rechts leuchtet, könnte ich auf ihn zugehen. Jetzt habe ich den. Dann jetzt den. Feuer ausmachen. Und die arme letzte Wurst. Dann habe ich alle. Cool. Und dann gleiten wir davon. Aber ich will noch in den Keller. Tut mir leid. Gute Nacht. Oh, endlich wieder Licht. Was haben wir denn hier Feines? So, jetzt haben wir sie alle. Alle ausgenudelt. So, wahrscheinlich sollte ich hier lang, ne? Richtig? Ist eine Abkürzung. Ist bestimmt die... Guck, ja, hier musste ich. Hätte ich lang gemusst, wahrscheinlich. Nicht wahrscheinlich, sondern habe gemusst. So, haben wir alles gelootet. Dann jetzt noch nach in den Keller. Warte mal, habe ich da jetzt... Da habe ich... Ach so, hätte ich auch gar nicht leise machen können. Boah, ich muss so dringend pinkeln. Nach der Folge muss ich so dringend pinkeln. Oh, guck mal hier. Ich nehme das denn. Ich kann es ja nicht editieren, ne? Also nehme ich das Ding jetzt. Guck mal, mit Aussatz. Oder das brauche ich ja mal gar nicht. Aber damit könnte ich im Dunkeln vielleicht ein bisschen gucken. Wir nehmen es einfach mal so mit. Obwohl es ist riesig und nervt. Nee, danke. Jetzt kann ich es nicht mehr abnehmen. Na gut, jetzt müssen wir es mitnehmen. Boah, ich muss pinkeln. Aber die Folge ist sowieso jetzt zu Ende. Leute, wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Metro Exodus. Bis dahin, haut rein.